10, 9, 8. Seid gegrüßt in einem neuen YouTube-Video und versprochenermaßen ein Retro-Video bezüglich der interaktiven Kunst, könnte man sagen. Heute mit einem Stargast, einem werten, geschätzten Freund namens Milan, und wir parlieren über die vielleicht genialste interaktive Serie aller Zeiten, nämlich Splinter Cell. Ja, willst du irgendwas schon mal ein Grußwort an die Leute richten? Wir haben mit einem Getränk begossen. Und wir machen ja so ein Retro-Video. Dankeschön. Danke. Sehr schön. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, Prost. Prost. Dann haben wir hier live im Video ein Cheers auf Sam Fisher. Und da können wir auch gleich die Brücke schlagen und ein bisschen erzählen, wer das so ist. Also ich denke mal, jeder Mensch, der das guckt, wird zwar irgendwann schon mal von Splinter Cell gehört haben, aber das ist im Prinzip im Jahr 2002 das schönste Geschenk gewesen, das man dem 40-jährigen James Bond Kinojubiläum hätte machen können. Weil ich meine, klar, in dem Jahr kam auch Nightfire von James Bond, aber Splinter Cell ist der noch realistischere, in gewisser Weise sogar der noch härtere James Bond, und das hier war sein erstes Werk. Und, man muss ja auch unterscheiden zwischen den zwei Charakteren. Also sie sind ja im Grunde nach von ihrer Funktion her eigentlich ganz unterschiedliche Agenten. Mhm. Also Sam Fisher ist ein Ex-Navy SEAL, der danach in die CIA eingetreten ist und danach in die NSA, während James Bond ja auch witzigerweise bei der Marine war, bei der Royal Marine, also er war ja quasi bei der Marineinfanterist und also Royal Marine, und danach ist er quasi ins MI6-Programm, war aber im Grunde nach eigentlich ein Killer fürs MI6. Also das war sein, deswegen hat er auch die Lizenz zum Töten. Also seine Hauptaufgabe war eigentlich, Attentäter für die Regierung zu sein, während Sam Fisher wiederum zwar auch die Lizenz zum Töten hat, witzigerweise haben sie beide die Lizenz. Freedom. Genau, die heißt halt nur Fifth Freedom. Aber Sam Fishers Hauptaufgabe war nicht das Töten von Feinden des jeweiligen Staates, sondern Sam Fishers Hauptaufgabe war eigentlich das Beschaffen von Informationen und das Verhindern oder Sabotieren von feindlichen Anlagen und das Verhindern von Anschlägen. Das ist der große Unterschied zu James Bond. Zumindest dem James Bond, der in Ian Flemings Romanen vorkommt. Exactly. Und apropos Ian Fleming und apropos Lizenz zum Töten, vorgestern war ja auch das 35-jährige Jubiläum von LTK, also License to Kill, mit Timothy Dalton, meinem persönlichen Lieblings-Bond-Film, by the way. Und bei Splinter Cell war das im Prinzip so. Also ich bin 96 geboren und als Kind habe ich das Spiel bekommen. Ich weiß auch noch meinen Kumpel Domenico, der hatte das auch. Seine Mom hat ihm immer geholfen, die Türschlösser da zu knacken in dem Spiel. Und ich habe das dann auch bekommen bei meinem Cousin Jan. Wir haben es das ganze Wochenende über durchgespielt. Ich fand das großartig. Mir wurde es dann allerdings weggenommen. Und durch diesen Mythos, der da entstanden ist, war das sowieso dann natürlich das Highlight schlechthin. Genau wie zum Beispiel auch sowas hier, James Bond Alles oder Nichts. Ein Highlight war Need for Speed Hot Pursuit 2, Tony Hawk's Underground, Prince of Persia, Bully die Ehrenrunde, absolut genialer Geheimtipp. Und auch sowas hier wie Liebesgrüße aus Moskau ist genial. Aber um auf Sam Fisher zurückzukommen, dieser Typ hat sowohl dich als auch mich sehr inspiriert, oder? Definitiv. Ich muss natürlich zugeben, du bist am Sam Fisher definitiv näher dran als ich. Also für diejenigen, ihr seht ja jetzt nicht hier meinen Anschlitz in dem Video, aber ich bin eigentlich ein sehr, sehr gemütlicher Zeitgenosse, der sich für einen etwas bequemeren Lebensweg entschieden hat, möchte ich es jetzt einfach mal umschreiben. Aber trotzdem, der Spirit von Sam Fisher ist irgendwie da. Einfach der Spirit für etwas einzutreten. Ja, der Typ hat zum Beispiel eine Tochter, die heißt Sarah. Und für die würde er alles tun, im Ernstfall. Richtig, das spielt tatsächlich auch in zwei, drei Teilen eine relativ große Rolle. Genau, und so ist dann aus mir sozusagen ein Soldier of Love geworden im Leben. Ein Soldat des Amorösen, also daran glauben, dass man für etwas eintreten muss. Ich habe das dann in meinem Leben wirklich, wie gesagt, anders gelöst als Sam Fisher. Aber trotzdem, der Typ wird immer irgendwie eine Inspiration darstellen, weil es der James Bond unserer Generation ist eigentlich. Richtig, ja, also ja. Also Brosnan auch, klar. Teilweise, ja. Sam Fisher, also Timothy Dalton ist mein Lieblingsbond, aber wenn man mich fragt, wer ist dein Lieblingsbond, ich würde wahrscheinlich instinktiv Sam Fisher sagen, weil das ist wirklich ein Typ, mit dem könnte sich selbst James Bond
nur relativ schwer anlegen im Ernstfall. Das ist wahr. Also, obwohl man muss sagen, dass das Bond an sich ja, schon auch nicht zu unterschätzen ist. Also man stellt Bond immer so als Gentleman-Agent da, der eigentlich vor allem reden kann, anstatt zu handeln, aber das ist genau das. Das ist ein Klischee der Filme hauptsächlich. Ich meine, wenn man die Romane, dann, wie wir gelesen haben, dann... Tatsächlich ist der Bond der Romane eine ganz andere Hausnummer und auch wesentlich gefährlicher tatsächlich als zumindest der frühe Bond in den früheren Filmen. Also zum Beispiel, also wenn man sich Bonds Background anguckt, dann ist der ziemlich ähnlich wie der von Sam. Der Unterschied zwischen Sam Fisher und James Bond ist meiner Meinung nach vor allem darin gegeben, dass Sam Fisher halt eine umfassendere Ausbildung hinter sich hat. Also Sam Fisher war nicht nur Soldat und danach Agent wie Bond, sondern Sam Fisher war Ausbilder, Waffenexperte, Sprengstoffexperte, wie gesagt, Navy SEAL und zusätzlich Politikwissenschaften noch, studiert. Genau. Politikwissenschaften studiert und war zusätzlich dann auch noch der beste Absolvent des Trainingskurses für die NSA, den es übrigens auch wirklich gibt. Also es gibt das Echelon-Programm übrigens tatsächlich, das wissen die wenigsten, das ist tatsächlich ein Programm. Third Echelon ist halt das Fiktive dabei, aber dieses Prinzip besteht und das bedeutet natürlich, dass er umfassender ausgebildet ist als ein Bond, der quasi seine klassische Militärausbildung hat und danach ja, einfach rekrutiert worden ist wegen seinem offenkundigen Intellekt und seiner Fähigkeit, ein guter Killer zu sein. Fürwahr. Und ich denke, mitverantwortlich für die Faszination oder das Faszinosum, das wir empfinden, wenn wir an Sam Fisher denken, ist auch eine grandiose Synchronisation. Also wir sind ja beide ein großer Fan von Martin Kessler, gelle? Oh, sowieso. Ich meine, wenn der jetzt zum Beispiel diesen einen Gegner da von hinten dazu zu bewegen versucht, ihm einen Code für die Tür zu sagen und das Opfer sozusagen dann 28469, ich habe mir alle Codes dann gemerkt, weil das ist immer so eindringlich gewesen. Und dann die zynischen und teilweise sehr schwarzhumorigen Sprüche von Sam Fisher, wenn er irgendwelche Leute dazu bewegt hat, ihm behilflich zu sein, in Anführungsstrichen. Das ist tatsächlich eine Parallele zu Bond, sein Humor, obwohl man sagen muss, dass mir persönlich gefällt Fischers Humor fast besser. Ja, mir auch, noch besser sogar. Also, wie gesagt, das erste Splinter Cell im Jahre 2002, anfangs als Xbox-Exklusivtitel, ein Jahr später dann auch auf GameCube, PS2 und so weiter. Das ist wirklich 2002 ein wundervolles Geschenk zum 40-jährigen Dr. No-Jubiläum gewesen. Da hat man wirklich, wie beim frühen James Bond in den ersten beiden Connery-Filmen oder dann auch später unter Dalton, einen wirklich harten Agenten, der aber gleichwohl geprägt ist von irgendwo auch einer gewissen Herzlichkeit in sich, der vor allen Dingen kein stumpfes, dümmliches Instrument ist, das nicht denkt, sondern jemand, der sich mit seinem Chef Lambert, der übrigens im ersten Teil auch eine grandiose Stimme hat, auch mal anlegt, wenn irgendwie doch irgendein Befehl ihm nicht konveniert, sage ich jetzt mal, wenn es gegen seine moralischen Prinzipien oder so geht, zum Beispiel im zweiten Teil Pandora Tomorrow, als er bezüglich Dahlia seinem Chef repliziert, dass das Angreifen einer unbewaffneten Person dem Terrorismus schon verdammt nahe käme. Ne? Ja. Es hat auch grandiose Musik, also zum Beispiel in der Jerusalem-Mission von Teil 2 oder auch ganz brillant der Präsidentenpalast aus dem ersten Teil. Ja. Das war auch grandios, oder? Wann bist du ungefähr an... Also, wir sind ja beide noch in den 90ern geboren. Wann bist du ungefähr angekommen an Sam? Tatsächlich durch meinen großen Bruder. Und zwar auch durch Pandora Tomorrow. Ich war früher ein großer James-Bond-Fan. Mein erster Kontakt mit James Bond war GoldenEye. Und tatsächlich fand ich am faszinierendsten an GoldenEye zwei Sequenzen. Und zwar einmal die Sequenz, wie er sich am Anfang in die russische Kampfstoffbasis schleicht. Mhm. Und die zweite ist die Archivszene, wo er sich rauskämpft zum Panzer. Das war für mich als Kind prägend. Und mein großer Bruder, der hat schon immer gerne Videospiele gespielt. Und der hat dann ein Spiel gespielt, ich weiß auch noch genau den Ausschnitt des Bildes, was ich da im Kopf habe. Und zwar, dass man wie Sam mit seiner Tarnausrüstung an einem, ich glaube, es war eine Kette oder einem Seil über einen Fluss entlang klettert. Also er kriecht
quasi unten wie in einem Rohr und dann zieht er seine Waffe im Hängen und er schießt eine Wache. Und das hat mich so sehr an James Bond erinnert, dass ich ganz fasziniert davon war. Und mein großer Bruder hat mich aber nie wirklich zuschauen lassen und dann habe ich mich, wie Sam Fisher selbst, nachts, tatsächlich eines Nachts heimlich in sein Zimmer geschlichen, während er geschlafen hat. Und habe seinen PC hochgefahren und damals war ein Computer noch wesentlich lauter als heute. Und habe gehofft, dass er nicht aufwacht und habe dann, ja, hab dann dieses Spiel gestartet. Nach einigen Hin und Hers mit den CDs. Und damals musste man noch CDs einlegen, um Spiele zu starten. Naja, und habe dann von meinem großen Bruder den Speicherstand versaut. Weil ich keine Ahnung hatte, wie die Steuerung ging und sonst was. Und als er das rausgefunden hat, hat er mich windelweich geprügelt. Aber das war mein erster Kontakt zu Sam Fisher. Und seitdem war ich verliebt in diese Figur. Und hab dann... Diese harte Reaktion passt ja auch zum Spiel. Ja, hab dann alle Spiele durchgespielt, Stück für Stück, als ich älter wurde. Und ja, bis heute bin ich ein großer Fan von der Reihe. Auch von Blacklist. Ja, bei Blacklist, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Das wäre jetzt eine äußerst lange Geschichte. Aber ich muss wirklich sagen, also für die meisten ist ja Chaos Theory der beste Teil. Das ist ein sehr gutes Werk, keine Frage. Aber für mich Teil 1 am besten. Dann kommt Pandora. Ich mag aber auch so Geheimtipps wie Essentials durchaus gerne. Und ich muss sagen, die Mischung macht's. Also wir sind beide Fans von Burn Notice, wir sind Fans von James Bond, wir sind Fans von Splinter Cell. Und das alles im Einklang ergibt so ein bisschen die Inspiration, die wir, wenn es so um Agentenfeeling und den Spirit dahinter geht. Tatsächlich gibt es da einen Unterschied zwischen mir und dir. Und zwar, es gibt noch eine Figur, die ist tatsächlich sogar, wenn man ihn als Geheimagenten bezeichnet. Aus 24 kommt es jetzt genau, da? Ah, okay, ja. Aber es ist eigentlich sogar mein Lieblingsgeheimagent, und zwar Jack Bauer. Und tatsächlich ist deswegen auch Conviction einer meiner Lieblings-Splinter Cell-Teile. Also von der Story ist Conviction eigentlich am besten. Weil Conviction ist quasi wie eine Live-Action 24. Ja, also das ist ganz, ganz ähnlich und ich finde Sam in Conviction unglaublich unterhaltsam und die ganze, wie du sagst, die Story und die Aufmachung. Es ist halt auch grundehrlich, dieses Spiel. Genau, also es ist wirklich sehr hart, aber gerade deswegen also sehr offenherzig. Natürlich ist vom... Ah, da kommt er. Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dank. Danke. So, dann nehmen wir schon mal da. Wunderbar, wunderbar. Danke. Übrigens, wir werden dann irgendwann auch nochmal einen Teil 2 kredenzen, denn wir haben einen sehr guten Freund namens Laszlo, der ebenfalls mit einer ähnlich ausgeprägten Passion hinter Bond und Sam Fisher steht. Diese Pizza ist für euch, Freunde, im Video. Auf euch. Und ich grüße unter anderem den Steph, ich grüße aus dem Schwabeländler, den Hank. Ich grüße aber auch Leute hier aus der Region. Und wir machen sogar irgendwie einen Grußwink an unseren Kameraden Mathieu. In diesem Sinne, also, würdest du jetzt zum Beispiel bei diesen anderen Werken, die hier rumliegen, also dieses Bully, die Ehrenrunde, das hattest du ja auf PS2 unter Canis Canem Edit richtig, gespielt. Richtig. Das ist brillant. Also wir haben ja auch ein paar wirklich andere sehr interessante Sachen. Das würde jetzt wahrlich den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt auch noch aufgreifen würden. Aber wir können auf jeden Fall sagen, Sam Fisher ist in bestimmten Hinsichten bei uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir mögen natürlich auch andere Sachen, die mit Bond-Darstellern stattfinden, wie zum Beispiel The Persuaders, Lord Brett Sinclair und Danny Wilde. Aber es gibt auch noch mehr. Also zum Beispiel finde ich auch The November Man mit Pierce Brosnan sehr gut. Das ist gar nicht schlecht. Da sieht man den älteren Pierce nochmal, wie er wirklich gut auftritt. Ne? Mhm. Ein sehr guter Film. Ja. Oder auch, was ich auch sehr mag, ist mit Daniel Craig. Knives Out fand ich gut. Mhm. Aber auch der Film, ich habe den Namen vergessen, peinlicherweise, mit den Juden. Rote Verschwörung ist was anderes mit Daniel Craig. Das ist was anderes. Eine meiner Lieblingsstellen aus Splinter Cell durch den schwarzen Humor ist sowas wie: Gurgenitz ist abgereist. Lass ihn bei den Flammen. Das erspart uns später unnötig Fragen. Und Dialoge dieser Art, wenn ihr erstmal Irving Lambert, 1961 geboren, 122 Kilo, 1,88 Meter, und dann Sam Fisher, den wendigen, schlanken, brillanten, sportlichen und kaum sichtbaren Superagenten gemeinsam parlieren seht in dem Spiel, das ist, und die Dialoge. Auch,
das ist, denke ich, auch der größte Kritikpunkt, unter anderem an Conviction, den aber niemand ausspricht. Mhm. Und zwar, Sam als Ein-Mann-Armee passt eigentlich gar nicht so sehr zu ihm, weil er eigentlich relativ klein und schmächtig ist dafür, wie er beschrieben wird, ja. Also gar nicht der Rambo-Typ, aber das ist genau das, was daran so fasziniert. Er schafft es trotzdem, ja. Auch Jack Bauer ist kein breiter Superkerl. Ich meine, Dalton in License to Kill ist ja auch eine Ein-Mann-Armee. Genau. Und es ist trotzdem glaubwürdig. Bis zu einem gewissen Grade, wohlgemerkt, aber... Ich glaube sogar, in dem Film ist nach GoldenEye der höchste Kill-Count. Das läge durchaus im Bereich des Möglichen, beziehungsweise die Art, wie gekillt wird, ist natürlich ein bisschen blutrünstiger als in anderen Teilen. Absolut. Ja, also unterm Strich, da ich ein äußerst betagtes Handy besitze, das vom Speicher her nicht brillant ist, wir werden eines Tages noch einen zweiten Teil drehen. Aber wie lässt sich das resümieren? Also, ich bin ja ein Mensch, ich rede ja sonst in meinen Videos eigentlich nur, oh, jetzt sieht man sogar ein Stück von der Pizza auf der schönen Hülle von Alles oder Nichts, das muss weg. So, ich bin ja ein normaler Mensch, der unsagbar viel über die amoröse Liebe philosophiert und so weiter. Aber ich habe eben auch die andere Seite, dass ich mir so in der interaktiven Kunst denke, es muss auch mal ein brutaleres Werk ran, ja, weil die Welt besteht eben nicht nur aus Schwärmerei. Und selbst wenn es um sowas wie Splinter Cell geht, du wirst das bezeugen können, du bist ja quasi als guter Kumpel mein Privattherapeut. Selbst wenn es um sowas wie Splinter Cell geht, komme ich früher oder später immer auf das Thema Liebe zu sprechen. Allein schon, weil unser Freund Sam liebt seine Tochter über alles und würde immer jeden Schritt gehen, um sie zu beschützen und richtig. So. Und das ist dann auch wirklich noch ein bisschen verschärft worden in den neueren Versionen, also nicht der Urversion auf der Xbox 2002, sondern jetzt bei PS2, Gamecube und so gab es nochmal zusätzliche Zwischensequenzen, neue Kompositionen teilweise da in diesem Anfangsfilm mit Alexandre Desplat, der das komponiert hat, und da kann man nochmal so ein bisschen tiefer in die persönliche